Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich. Mein erstes Video auf YouTube. Es geht heute darum, was habe ich eigentlich für Maschinen? Und in den nächsten Videos geht es ein bisschen um die einzelnen Maschinen selbst. Ihr seht im Hintergrund den Computer und meine Maschine, die davor direkt steht. Das ist dann die Torpedo, mit der ich momentan schreibe. Ich werde aber als erstes mit meiner Olympia anfangen, die ich als erstes hatte. Die ist jetzt ungefähr, lasst mich nicht lügen, 2000, mit 16 Jahren habe ich die wohl geholt. Ich bin jetzt 23, werde dieses Jahr 24. Also ist schon ein bisschen alt. Moment, ich hole die mal eben. Da ist das gute Stück. Behold, ist es in einem Koffer. Der quietscht auch schön. Darin habe ich momentan kein Farbband, aber das soll nicht stören. So. Die holen wir da raus. Ja. Und den Koffer ist jetzt noch in super Zustand. Sowohl der Koffer als auch die Maschine. So. Das ist mein Olympia. Irgendwann um die 60er gebaut. Oder 50er, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ist auf jeden Fall eine SM2. Hat hier hinten den Schriftzug. Hat eine Papierstütze noch hinten dran. Und wie gesagt, funktioniert auch noch tadellos. Wir haben außerdem... Moment. Ich habe sie noch nie so rum bedient. Wir haben den Schlitten. Funktioniert mittlerweile wieder ganz gut. Ich musste den ein bisschen rumdingeln, denn er setzt gerne mal hier hinten auf. Man sieht hier hinten auch leichte Abschabungen. Das habe ich immer noch nicht ganz gefixt, aber momentan geht es nicht besser. Funktioniert trotzdem super. Dann haben wir natürlich die Glocke. Ne? Wunderschön. Wir haben einmal den Wagenhebel, womit wir dann auch gleich mehrere Zeilen nach unten gehen können. Wir haben einen einen Zeilenabstandsregler von einer Zeile, anderthalb und zwei Zeilen. Wie gesagt, funktioniert noch super die Maschine. Und gibt es nichts dran auszusetzen. Eine meiner Lieblingsmaschinen wurde aber abgelöst von einer sehr viel späteren Maschine, zu der ich noch komme. So, damit hat es also angefangen. Notizen. Womit ging es weiter? Es ging eine Zeit lang gar nicht mehr weiter. Ich habe eine Zeit lang gar keine Maschinen mehr gekauft, einfach weil der Platz fehlte. Dann bin ich aber irgendwann ausgezogen und dann hat man natürlich ein bisschen mehr Platz. Und irgendwann kam es über mich und ich dachte mir, hey, eine Schreibmaschine wäre mal wieder ganz schön. Und dann habe ich mir eine gekauft. Die werde ich jetzt wohl nochmal holen. Augenblick. Da bin ich wieder. Meine erste Torpedomaschine. Wie ihr seht, relativ groß im Vergleich zu der Olympia, ist aber auch eine Schreibtischmaschine. Das war ist meine zweite Maschine gewesen, die ich mir dann gekauft habe. Der Korpus ist aus Guss. Super viele Features mit dabei.
Funktioniert aber, wie gesagt, auch tadellos. Alle meine Maschinen sind eigentlich auf dem Standpunkt, dass sie alle schreiben könnten, wenn ich denn wollte. Was ihr später sehen werdet, was ihr sicherlich auch schon bei den Reels gesehen habt, wenn ihr mir auf Instagram folgt, das solltet ihr tun. Das sind andere Tasten als auf der ich schreibe. Das hat folgenden Hintergrund, die ist 2 Jahre älter. Wir haben Tabulatoren, die natürlich auch funktionieren. Man kann setzen, man kann Tabulatoren löschen. Wir haben Farbhebel. Wir haben größer, kleiner. Wir haben Shift bzw. den Shift-Lock, also die Feststelltaste. Wir haben eine wunderschöne Walze, die noch nicht komplett ausgehärtet ist. Gott sei Dank, die ist schon ziemlich hart, aber ist noch nicht komplett hart. Hier kein Farbband drin. Das behalte ich vor bei den Schreibmaschinen, wo ich wirklich drauf schreibe, ansonsten kann ich die wechseln. Grundsätzlich ist es aber der gleiche Aufbau in jeder Torpedomaschine, die ich habe. Grundsätzlich ist es der gleiche Aufbau. Werdet ihr merken. Wunderschöne Schreibmaschine, schreibt super, hat keine Macken, großartig. Der Lack ist an manchen Stellen ein bisschen lidiert, an manchen Stellen kriege ich die Verfärbung leider nicht raus, aber grundsätzlich eine wunderschöne Schreibmaschine, wie sich meine Freundin zu ihrem eigen nennt. Das ist meine zweite Schreibmaschine, kommt die dritte. Ich glaube, das wird ganz schön knapp mit dem Platz. Naja. So. Eine dritte Schreibmaschine. Die muss ich hochheben, ansonsten ist der Kratzer sie den Tisch. Ja. Das hier ist ganz schön wenig Platz. So, das hier ist eine Mercedes Modell Nummer 6. Da hängt noch ein gutes Stück Arbeit hinter. Funktioniert grundsätzlich schon. Allerdings hat sie noch so einige Macken. Also, wie ihr seht, ich könnte drauf schreiben, wenn ich wollte. Allerdings hat sie so ein paar Macken, die ich noch nicht so ganz hinkriege. Das wird ein Langzeitprojekt, und das ist es bisher zumindest. Sie braucht noch unfassbar viel Reinigung. Und grundsätzlich sind die viel wert. Grundsätzlich steckt da viel Wert hinter. Doch in dem Zustand, in dem sie momentan ist, leider nicht. Tabulatoren sind verbogen, Tasten sind dreckig, die Typenhebel bewegen sich relativ frei, Gott sei Dank. Das habe ich zumindest schon mal hinbekommen, aber wie gesagt, da steckt noch viel Arbeit hinter. Aber was man nicht alles macht. Kommen wir zur nächsten Schreibmaschine. Meine vierte Schreibmaschine. Auch eine Torpedo. Einmal als Vergleich. 1951, 1939. Mitten im Krieg, weit danach. Ich habe hier sogar eine Reichsmark-Taste drauf. Allerdings wurde diese Taste der Typenhebel, der hier, mit einer D-Mark ausgetauscht. Das hat einfach den Grund, dass sowas oft gemacht wurde,
das Dritte Reich gefallen ist, dass sowas ausgetauscht wurde, weil die Maschinen immer noch in Nutzung waren. Das heißt, diese Maschine war noch nach dem Krieg in Benutzung, in aktiver Benutzung und ist dementsprechend auch lange in Gebrauch gewesen. 1900, was habe ich gesagt, 39 in Gebrauch bis zu D-Mark waren schon ein paar Jährchen. Auf jeden Fall wurde sie weit danach noch benutzt. Was mich bei dieser Maschine wirklich, wirklich erstaunt, ist, wie weich die Walze noch ist. Ich vermute mal, dass sie noch weit, weit, weit benutzt wurde, denn das ist neues Gummi, was, denke ich mal, irgendwann in den 60er Jahren aufgekommen ist. Das Chrom sieht noch sehr, sehr gut aus. Die Tasten sehen noch sehr gut aus. Sie funktioniert auch noch top. Also das Einzige, was ich habe, sind Typenhebel, die nicht mehr gerade drucken. Nichts, was man nicht hinbekäme. Von daher eine tolle Maschine. Meine älteste. Nee, ist es nicht. Meine zweitälteste. Die Mercedes ist die älteste. Die ist aus dem Jahr 27. Kommen wir zur nächsten und meiner häufig genutztesten Schreibmaschine. Die Torpedo Modell 6 aus dem Jahr 1949. Da liegen 2 Jahre zwischen. Entsprechend wenig ist passiert in der Designsprache, wenn man von Designsprache sprechen kann. Sie sind relativ gleich geblieben. Die Klingeln hören sich anders an. Grundsätzlich haben sie aber die gleichen Funktionen. Was mir bei der hier einfach besser gefällt, warum ich auf der hier schreibe, sind die Tasten. Die Tasten sind einfach ein Fingerschmaus, wenn ich so sagen darf. Denn auf runden Tasten schreibe ich bedeutend angenehmer. Meine bessere Hälfte tut das auf den Kunststofftasten. Ich tue das für meinen Teil auf den runden Metall- und Glastasten. Sind einfach wesentlich schöner. Und wenn man das Ganze jetzt mal hier abnimmt, sind außer die Tasten alles die gleichen Komponenten. Im Grunde genommen ist es die gleiche Maschine mit anderen Tasten. Ich könnte theoretisch den mit den tauschen. Was die ganzen Maschinen aber noch für Features haben, werde ich dann zum entsprechenden Video mehr zu sagen. Grundsätzlich sind die alle interchangeable, wie man heutzutage gerne sagt. Die Maschine hier funktioniert ohne Probleme. Ich habe mittlerweile fast alle Typenhebel wieder so aligned, also so hingebogen, dass sie wieder gerade schreiben. Nur noch ganz selten habe ich Fehldrücke. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich diese Maschine gefunden habe, denn auf ihr schreibt sich das Buch wunder, wunder, wunderschön. Ja, im Grunde war es das zu der Maschine, zu meinen Torpedomaschinen. Die Deckel können wieder drauf. Gekonnter Torpedo-Nutzer kann das auch von hinten. So. Wieder drauf. Kommen wir zu meiner letzten Schreibmaschine. Die ist leicht. Das ist die Schreibmaschine meines Großvaters. Also ein Erbstück. Eine tolle Schreibmaschine, die sehr leicht ist, auf der ich meine Briefe schreibe mit meinen Brieffreunden. Viele liebste Grüße, falls ihr das seht. Und neben dieser Maschine die meist häufig genutzteste Maschine. Deckel habe ich sauber gemacht. Gibt es auf Instagram das Video. Und es ist eine Adler Chipper Modell 1. Wunderschöne Schreibmaschine. Wirklich. Hat allerlei tolle Features.
mit Papierstütze, Wagen, Einrastungsfunktion, ja, und funktioniert ohne weitere Probleme. Und ich muss ehrlich sagen, für eine Schreibmaschine dieser Größe und einer Schreibmaschine mit Kunststoffdeckel und wirklich keiner Schallisolierung ist diese Maschine wirklich, wirklich leise. Eine tolle Maschine und eine Maschine, die ich wirklich cool finde, alleine auch, weil sie zu meinem Opa gehörte. Ich schreibe wirklich gerne auf ihr. Man kann sie einfach mal mitnehmen. Und ich werde auch die Tage einfach mal an den See gehen und da schreiben. Da werde ich euch dann aber auch dran teilhaben lassen. Aber wahrscheinlich auf Instagram. Unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn ihr mir da folgt, da geht es auch ein bisschen um das Buch. Mittlerweile ist das ein ganz schöner Schinken geworden. Ich bin bei Seite 49. Und da geht es dann auch ein bisschen mehr darum. Also auch hier werde ich auch ein bisschen darum quatschen. Einfach worauf ich Bock habe, werde ich hier rumquatschen. Wie das Buch so geschrieben wird. So, da ist die Feststelltaste noch dran. Das war es im Grunde genommen zu all meinen Schreibmaschinen. Und ich denke mal, das Video ist auch jetzt lang genug. Ich muss das gleich Ganze noch schneiden. Und ich muss gleich die ganzen Schreibmaschinen da wegbringen. Die stehen jetzt alle hier. So, jetzt steht fast alles drauf, was ich habe. Außer die Mercedes, die funktioniert nicht. Ansonsten, das sind meine Schreibmaschinen. Es werden garantiert noch welche folgen. Und wenn es neue gibt, dann informiere ich euch natürlich drüber. Und erstmal gibt es ein paar Reviews über diese Schreibmaschinen. Und ob ich die empfehlen kann oder nicht, falls ihr so eine findet auf eBay. Alle lohnen sich. Definitiv. Ich wünsche euch was. Habt einen wunderschönen Abend. Und wir sehen uns beim nächsten Video oder auf Instagram. Folgt mir. Da kommen eigentlich fast täglich Sachen. Außer ich habe mal keine Zeit. Dann kommt halt nichts. Bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder rein. Bis dann. Tschö.